Herzlich willkommen zu unserem heutigen CapTrader-Webinar mit Alexander Eichhorn. Mein Name ist Mauro Heller. Ich grüße dich, Alex. Schön, dass du heute wieder bei uns bist. Hi Mauro, danke für die Einladung. Ja, super. Ich bin natürlich wieder wie immer wahnsinnig gespannt, was du uns heute wieder Tolles mitgebracht hast, Alex. Gut, dann Mauro, starte ich. Wunderbar, feel free. Viel Spaß. Jo, also alle nochmal herzlich willkommen. Ist ja nicht das erste Webinar. Nochmal zu den Spielregeln. Natürlich Risikohinweis, ne? Beachten. Alles, was ich heute sage, ist keine offizielle Anlageberatung, sondern es ist nur meine Meinung. Ich warne auch sehr gerne. Das ist einfach so ein bisschen Natur der Sache, weil über die Gewinne, ja, die sind ja einfach an der Börse, müssen uns ja eigentlich nur um die Verluste kümmern. Wenn ihr, ich gehe erst die paar Märkte durch, die ich so rausgesucht habe, dann die zweite Hälfte wie immer auf eure Wünsche ein. Wie immer, bitte schreibt mir das Aktienkürzel und den Unternehmensnamen dazu, also AAPL minus Apple, damit ich gleich weiß, über was wir reden. Ich kenne viele Aktien, aber wenn jetzt einer mit irgendeinem Penny-Stock ankommt, überspringe ich das vielleicht oder einen ganz kleinen Read. Also die kenne ich natürlich auch nicht alle. Die großen Dividendenzahler, Amazon, Google und Co. kenne ich natürlich und analysiere ich dann auch gerne für euch. Ich habe auch das Demo-Konto gerade aufgemacht. Könnt ihr gerne ein paar Optionen aus Spaß reinklicken. Genau, dann starte ich jetzt halt einfach mal direkt. Was ihr seht, ist der S&P 500 Index. Da werde ich auch gleich nochmal ein paar Ausflüge machen. Das Thema Optionen angeht, wann die ausgeübt werden, gibt es immer mal wieder ein paar Fälle. Da möchte ich einfach nur ganz kurz was dazu sagen. Grundsätzlich S&P 500, gestern war es, glaube ich, genau, noch ein Allzeithoch. Heute haben wir Minus gemacht. Ich war heute unterwegs. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob es einen offiziellen Grund für den Minus 1% gibt. Wenn ja, gerne in den Chat. Aber ansonsten ist es uns ja ehrlicherweise auch egal. Aber wir fallen heute mal etwas. Aber wir sind ja immer noch auf Stand vom letzten Mittwoch. Also keine Panik. Inflationsdaten gab es heute, danke. Wusste ich selber gar nicht, weil wie gesagt, heute unterwegs. Das kann natürlich dann gut der Auslöser dafür sein. Aber brauchen wir nicht diskutieren. Wir sind noch in einem schönen Bullenmarkt. Generell für alle Stillhalter ist natürlich vollkommen klar. Habe ich jetzt persönlich viele cashige Puts offen? Nein. Ne? Also es gibt vielleicht ein paar Werte, REITs, nicht zyklische Konsumgüter, die aktuell eher niedrig stehen, aber eine Microsoft, eine Apple und Co., die irgendwann am Allzeithoch stehen, was natürlich auch der Grund dafür ist, dass der S&P 500 oben steht, ja, da würde ich relativ wenig aktiv werden. Was ich noch gemeint habe, da möchte ich jetzt auch ganz kurz einen Ausflug dazu machen, eine kleine generelle Warnung. Und zwar denkt man ja oft, Optionen, egal ob long oder short, die verfallen halt irgendwann um 22 Uhr freitags oder mittwochs, je nachdem, was ich halt für eine Option gewählt habe. Das gilt aber auch für den Future-Handel. Ihr müsst euch wirklich bewusst sein, wann etwas abgerechnet wird. Also als beispielsweise, fangen wir mal an mit dem Future-Handel. Da steht ja, der Future läuft noch 50 Tage. Der kann und der wird euch teilweise auch, aber sogar vorher zwangsliquidiert, weil es gibt auch einen Last Trading Day. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Der kommt ein bisschen drauf an. Aber bei Gold ist er zum Beispiel einiges früher, bevor 0 Tage quasi der Verfallstermin ist. Index Futures hat man generell schon relativ weit bis zum Verfallstermin. Da muss ich dann halt schauen, wann das Volumen rübergeht in den nächsten Future und dann rolle ich die. Aber generell, da muss man halt auch schon aufpassen im Future-Handel, wann ich den denn wirklich dann schließen muss oder macht es dann im Zweifel IB, die TWS für mich, dann hätte ich natürlich auch wieder, in Anführungszeichen Problem, weil das wird halt bei Gold Futures nicht so schlimm, aber wird halt Market reingeschmissen, muss nicht sein. Also das ist schon mal, was Future-Handel angeht, ganz, ganz wichtig. Und bei VIX können wir uns auch noch anschauen oder beim S&P 500 ist es halt nicht so, dass immer um 22 Uhr abgerechnet wird. Ich mache mal die Volatilitätsoption auf. Bitte nicht nachhandeln. Ist ja ein Demo-Konto, was jetzt hier drin ist. So, und zum Beispiel, wenn ich jetzt VIX-Option handle,
Gleiches gilt aber auch teilweise für den S&P 500. Dann gibt es hier ja auch zum Beispiel Weekly-Optionen. Es gibt ja hier andere, normale. Und hier haben wir zum Beispiel einen schönen Fall. Hier steht jetzt 0 Tage AM. So, wenn ich jetzt die Option handle, dann würde ich ja denken, okay, wann ist denn heute Zapfenstreich sozusagen? Ist ja um 22 Uhr. Ich kann mal ganz kurz mal die Beschreibung gehen. Ist halt um 22 Uhr und es steht ja auch immer, wie die handelbar sind. Ja, also die sind ja sogar öfters handelbar, die Indexoption, Fälligkeitstermin, letztes Handelsdatum. So, dann steht halt auch, wie lange ich die denn handeln kann und wann der letzte oder wann der Verfall ist. So, das sind halt zwei Paar Schuhe. Das möchte ich einfach mal ein Beispiel dafür zeigen. Es ist jetzt nicht nur, es ist kein Problem, ich muss das einfach wissen. Aber gleiches gilt auch teilweise für die S&P 500 Optionen. Kommt drauf an, welche ich wähle. Das muss ich dann ganz genau wissen. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz noch mal ein Beispiel dafür einzeichnen. Ganz, ganz einfach. Der VIX steht jetzt irgendwo bei 14. Und ja, ich habe jetzt hier einen Short Call bei 16. So, und jetzt ist hier 22 Uhr. So, was denken wir alle? Relativ einfach. Ne, mein Short Call ist wertlos verfallen. Freue mich. Am nächsten Tag gucke ich aber schon vormittags an mein Konto und dann denke ich, was macht denn diese Option da immer noch? So, und jetzt kommt halt die Sache. 15:30 Uhr wird die aber gesettelt, also abgerechnet. Und jetzt machen wir mal Worst Case. Russland-NATO-Krieg macht dann am nächsten Tag bei 50 auf. Was passiert jetzt? Also, jetzt passiert Folgendes. Es wird um 15:30 Uhr abgerechnet und ihr habt halt einen 16er Short Call gehabt. Sprich, ihr habt jetzt hier 34 innerer Wert, also bei beim VIX wären es jetzt 3.400 Dollar minus. Gerne mal welche, die da unter 200 Optionen nehmen, dann kann man es halt ausrechnen. Was möchte ich euch halt damit sagen? Das ist halt einfach Fakt, dass es so ist. Es wird am nächsten Tag um 15:30 Uhr abgerechnet. Im Normalfall wird natürlich nichts passieren. Aber zwischen 22 Uhr bis 15:30 Uhr habt ihr quasi keine Chance, aktiv zu werden, weil handeln könnt ihr die Dinger nur bis 22 Uhr, aber ab 15:30 Uhr ist halt so, dass da abgerechnet wird. Das gibt aber die Börse vor, das ist jetzt kein Trick oder sowas. Wenn ihr natürlich auch die Long-Option habt, könnt ihr die, also spielt dann halt die Rolle auch um 15:30 Uhr. Es gibt ja für und wieder. Aber das ist halt einfach wichtig. Und zwischen 22 und 15:30 Uhr seid ihr quasi dem Markt überlassen, ob das jetzt gut oder schlecht ausgeht. Und Glück oder Hoffen ist in der Börse ein ganz schlechtes Ding. Deswegen ist halt generell meine Empfehlung, wenn ihr sowas habt und seid euch auch nicht sicher, wann die verfallen, nachschauen, wäre schon mal eine gute Möglichkeit. Oder halt einfach vor Verfall zumachen. Je nachdem, mal welche auch SPX-Option ich mache, kommt es auch darauf an, kann es auch sein, dass es um 15:30 Uhr ist. Wenn ich jetzt die SPXW nehme, falls jemand jetzt nur Tage-Trades handelt oder sowas, das ist so der Fall, dass es um 22 Uhr ist. Aber das wissen halt einfach auch viele, viele Händler nicht. Genauso wie Aktienoptionen teilweise ja bis 23, 23:30 Uhr ausübbar sind. Wenn ich einen Cashier Put habe, ist das ja gar nicht so schlimm. Dann wird die halt im Zweifel eingebucht. Wenn ich jetzt aber Spreads, Butterflies habe, hunderte Stück, dann kann es halt teuer werden. Und es ist mir halt nochmal wichtig, jetzt an der Stelle zu erwähnen, dass es halt oft im Detail drauf ankommt. Und wenn ihr das noch nicht gewusst habt und ihr habt ja schon die ganze Zeit VIX-Option, ist es vielleicht 400 Mal gut gegangen, aber halt einmal wird es dann teuer. Und dann wundert euch und ja, beschwert euch irgendwo an der Börse, aber die Spielregeln sind da und stehen auch im Option Trader, steht ja extra nochmal hier AM, auch für Blinde sozusagen, wann es dann hier auch wirklich gesettelt wird. Das war kurz ein kleiner Ausflug, dass ich halt einfach mal sagen möchte, dass es immer wirklich auf die Details ankommt und dass halt einfach viele nicht wissen, wie das wirklich mit den Optionen am Ende funktioniert. Okay,
Gerne in den Chat, ob ihr das gewusst habt oder nicht. Ansonsten gehen wir mal direkt zum VEX. Brauche ich eigentlich aber auch ehrlicherweise nicht ganz so viel dazu sagen. Übrigens, eure Aktienwünsche könnt ihr gerne jetzt schon reinschreiben. Vielleicht passt es dann nicht zu einer anderen Aktie, die ich rausgesucht habe. Gerne rein oder Rohstoffmärkte. Also VIX, ja, er ist halt, na, sieht alles ein bisschen tragisch aus. Aber plus 6%, irgendwie von 13 auf 14,8. Also, ja, gab es dieses Jahr schon ein paar Mal, gab es auch letztes Jahr ein paar Mal. Ob jetzt natürlich was Größeres kommt wie hier oder nicht, weiß ich nicht. Aber ja, groß aktiv werden würde ich jetzt deswegen nicht. Schön natürlich für alle, die auch ein paar Hedges aufgesetzt haben in diesen fallenden Märkten. Die profitieren vielleicht heute auch schon ein kleines bisschen. Aber ansonsten, ne, S&P 500 möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Ich würde ganz einfach das Ding weiter nach oben reiten, so weit wie es ansteigt, weil dann hätten wir uns auch vor 4 Wochen unterhalten können, hätte ich auch gesagt, das ist sportlich bewertet, das sage ich jetzt auch. Aber ich würde so ein Ding hier niemals aktiv shorten. Natürlich kann ich jetzt mit Bear Put Spreads, Long Puts, Ratio Spreads, was auch immer, vielleicht auch ein oder anderen Covered Call mich dagegen hedgen. Das würde ich auch alles halt mit Vernunft machen, dass nicht allzu viel Geld verloren geht. Was kann halt auch noch 2 Jahre weiter laufen. Gut, fangen wir an. Das wird auch von uns im Vermögensmagazin vermutlich die Aktie des Monats, die wir dann nochmal genauer analysieren. Aber ich möchte auch mal halt ein paar Werte vorstellen, die halt aktuell nicht ganz so gut laufen, wo man eventuell Einstiege finden könnte. Kimberly-Clark kennen hoffentlich einige, ansonsten in der nächsten öffentlichen Toilette mal am Seifenspender und am Papiertuch schauen. Da ist es oftmals von Kimberly-Clark, also Hygieneartikelhersteller, der aktuell doch vom Allzeithoch runterkam, muss man schon sagen, also schon 20%. Es gibt auch weit viele große Dividendenzahler, die ja auch echt schlecht dastehen aktuell. Zahlt aktuell so 3,9% Dividende. Ich würde mal behaupten, relativ sicher. Was kann man erwarten? Also man muss natürlich wissen, wenn ich so einen Wert hole, dass ich da schon eine lahme Ente ins Konto reinhole. Würde aber behaupten, dass der Kursverfall nach unten begrenzt ist. Sollte nicht irgendwas ganz schief gehen. Aber es ist natürlich gar klar, so eine Colgate, so eine Procter & Gamble und Co., ja, das ist ja schon in jedem Haushalt der Welt. Was sollen die noch groß wachsen? Klar, können sie irgendwie effektiver werden. Sie können Unternehmen kaufen und sie können die Preise anheben. Aber die werden jetzt nicht mehr 30% pro Jahr wachsen. Das ist einfach vollkommen klar. Deswegen ist es wichtig, solche Werte, oder für mich zumindest wichtig, solche Werte wirklich zu kaufen, wenn sie runterkommen. Ich zeige gleich noch ein anderes Beispiel, wo ich es nicht machen würde. Und ich suche mir halt auch immer ein paar Unterstützungslinien, sofern vorhanden. Corona-Tief ist hier, ist nochmal 22 ein Tief gewesen und aktuell sind wir halt auch in dieser Range, war vielleicht nochmal schön, wenn es nochmal 5% fällt, dann würde ich den Wert kaufen. Und ich persönlich würde den Wert auch irgendwo wieder rausschmeißen, wenn er mal Richtung 150 gestiegen ist. Das ist jetzt natürlich Milchbähnchenrechnung. Warum? Das würde ich natürlich mit meinen Apple, Microsoft-Aktien nicht machen, aber ich weiß oder ich bin mir relativ sicher, dass die Kimberly-Clark auch wieder runterkommen wird. Vielleicht irgendwann mal machen wir das Spiel auf irgendeinem höheren Niveau. Das kann natürlich sein, dass es dann ja irgendwie mal so aussieht. Muss mal ein bisschen einzuzeichnen, dass ihr versteht, was ich meine. Ne, so kann das ja auch irgendwann mal gehen. Dann ist quasi hier meine neue Zone zum Kaufen. Das kann natürlich passieren, aber generell würde ich auch solche Unternehmen auch mal wieder rausschmeißen. Das ist jetzt ein Satz, der macht theoretisch ganz viel Sinn. Aber es gibt noch was, das heißt Thema Abgeltungssteuer. Also, wenn man es in der GmbH macht, auf Aktienkursgewinne zahle ich ja kaum Steuern auf der GmbH-Ebene, 99, 98% steuerfrei. Da kann ich sowas ja eher mal machen. Privat ist das natürlich eine andere Sache. Wenn ich jetzt hier die Aktie verkaufe, muss ich ja irgendwo hier erst wieder reinkommen, um Break-Even zu sein. Ich muss ja 30% Steuern zahlen. Also 30% der Strecke ist ja weg. Und da wäre ich dann natürlich vorsichtig mit solchen Aussagen. Da könnte man, wer das Geld hat, natürlich und 100 Stück hat, mit Covered Calls eventuell eher arbeiten, schön am Geld.
oder vielleicht auch Ratio Spreads, also Long Put, zwei Short Puts drunter als Hedging aufsetzen. Oder man kann halt natürlich auch mit einem In-the-Money Covered Call ganz gut hedgen. So ein bisschen Steuerthematik, kann ich mit den Verlusttöpfen spielen. Also so würde ich das dann eher privat machen. Ein anderes Beispiel, die Colgate-Aktie, die ich halt aktuell niemals kaufen würde. Nie, niemals. Die haben wir schon ein paar Mal gekauft, haben sie auch vor kurzem rausgeschmissen. Das letzte Anstieg haben wir nicht mitgenommen. Niemals würde ich die hier kaufen. Die war ja schon mal 2020, vor 4, 5 Jahren. Die kann hier wirklich, wenn ich die jetzt hier kaufe, kann es sein, ich muss Jahre warten, bis ich wieder auf diesem Fleck bin. Das gilt nicht für Apple und Co., die wirklich noch hohe Steigerungsraten haben, aber hier würde ich wirklich, also ich habe die Linie immer schon bei mir eingezeichnet und da warte ich ganz gemütlich mindestens bis zur 70-Dollar-Marke. Sieht jetzt auch vielleicht eventuell viel aus, ist aber ja nur 18% oder sowas. Also so viel ist es ja gar nicht. Da warte ich dann wirklich ab und dann habe ich den Wert vielleicht da nicht zu 3% Dividendenrendite drin, sondern zu 4, zu 4,5. Und zur Not, wenn der Einstieg halt hier nicht so gut war, kann natürlich auch noch passieren, ne, dass er nicht so gut ist und mir halt weiterfallen, das kann alles passieren. Dann ja, sitze ich im Prinzip aus, kassiere so lange Dividende. Ich weiß, okay, mein Einstieg war nicht der allerschlechteste, es wird vermutlich nochmal weiter nach oben gehen. Wird natürlich nicht bei jeder Aktie passieren, das ist auch klar. Manche bleiben dann wirklich eine Gurke, aber Colgate, Kimberly, Clark und Co. Ja, ist, glaube ich, klar soweit. Gut, einen weiteren Wert, den ich mitgebracht habe, was wieder spannend wird. REITs, das ist natürlich jetzt auch Zinsthematik geschuldet. Wir machen der TLT, das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder am Fallen. Staatsanleihen, ETF, ja, kommt auch wieder ein bisschen runter. Also das ist ja alles das gleiche Spiel. REITs, Versorgeraktien und Co. Wenn die hier nochmal in diesen, vielleicht auch Richtung Corona-Tief kommt, wo Dividendenzahler monatlich, kennt ihr vermutlich alle, da ja, würde ich dann schon auch persönlich nochmal reingehen. Steht auch für viele andere REITs. REITs bin ich ehrlicherweise nicht so der Freund davon. Gibt es verschiedene Gründe. Erstens steuerlich furchtbar, sowohl privat als auch in der GmbH. In der GmbH auch nicht steuerbegünstigt, nur das ist keine Aktie. Häufig, also die zahlen natürlich eine hohe Dividendenrendite, was auch per se erstmal blöd ist, weil Steuereffekt sowohl in der GmbH als auch privat ist nicht cool. Und sie geben ja häufig auch neue Aktien aus, dadurch werde ich verbessert, weil es ja die einzige Möglichkeit ist, wie sie sich finanzieren. Also der größte REITs-Fan bin ich nicht, aber wenn, dann ja. Und den Wert habe ich auch schon, glaube ich, im Chat gelesen. Kriege ich ganz, ganz viele Nachrichten dazu. 3M Company, also Post-its haben die, glaube ich, auch unter anderem dafür bekannt, aber es ja, machen ja alles und nichts irgendwie gefühlt. Das sieht natürlich schon duster aus. Also das muss man ganz klar sagen, wenn ein Wochenchart, also das sah ja gigantisch aus, jetzt kommen wir hier wirklich auch wieder gut runter. Und dass so ein Riesenunternehmen mal echt 60% fällt, das ist wirklich eine Hausnummer. Ihr kennt wahrscheinlich die Gründe besser als ich. Schulden, viele Gerichtsverfahren und Co. Das ist halt die Frage, was mir immer gestellt wird, wann gehen wir rein? Ich weiß es natürlich nicht. Ich bin auch nicht investiert. Ich finde auch ehrlicherweise, es gibt die ein oder andere schönere Turnaround-Story, die ich lieber investieren würde. Aber natürlich, ja, wenn die Dividende nicht gesenkt wird, was glaube ich noch nicht der Fall ist, meine ich, dass sie noch nicht gesenkt oder gestrichen wurde. Also hier ist es zumindest noch nicht drin. 6,5% schreit aber auch natürlich, dass sie vielleicht eine Dividenden, wobei sie sogar erst, naja, für den Investorenherz zumindest immer um 1 Cent erhöhen. Also wahrscheinlich, dass sie da nicht rausfliegen. Aktuell haben sie sogar erhöht, also scheint erst noch sogar relativ safe zu sein. Muss man natürlich abwarten. Klar, 6% Dividendenrendite klingt schön, aber wenn ich einen Kurs jedes Jahr 20% minus mache, bringt es mir auch nichts. Wer Dividende sucht, sicherlich
Kein Fehler, kann ich vielleicht auch bei dem einen oder anderen Tabakwert vorbeischauen. Ja, aber wie gesagt, ich finde auch keine schönen Unterstützungslinien. Ich persönlich werde da auch vermutlich nicht reingehen. Auch ganz viele Nachrichten von euch. Pfizer. Also, das muss man sich wirklich, also den Chart eigentlich mal ausdrucken. Wir sind, waren unter Corona-Tief. Also, ein Unternehmen, was ja Milliarden verdient hat, mit so Impfstoff und Co. und jetzt alles wieder abgegeben hat. Also, das ist schon echt gigantisch. Was ich jetzt aber ganz schön finde, ist diese riesen Bodenbildung. Also die mögliche riesige Bodenbildung hier. Das ist zum Beispiel, kommt nicht auch im Chat, meine persönlich bessere Turnaround-Story als 3M Company. Bitte, bitte trefft die Entscheidung für euch selbst. Schlecht vom Chart sehen sie beide aus, aber die gefällt mir etwas besser als die 3M Company. Da kam es auch im Chat zweimal die Frage, was sind denn gute Aktien? Also keine davon, die ich gerade aufgezählt habe. Apple ist eine gute Aktie und Co. Aber ja, das finde ich, sind absolut keine guten Aktien. Auch Disney finde ich eine schöne Turnaround-Story persönlich. Ja, das wollte ich halt einfach nur mal als Anregung geben, dass wir jetzt halt einfach hier die Bodenbildung gemacht haben. Klar, kann die Aktie immer noch 100% fallen. Gut, gleich zu euren Aktien. Eins wollte ich noch aussuchen, habe ich noch ausgesucht, Gold. Kommt auch immer ganz oft die Frage, Gold als Absicherung und Co. Also meine persönliche Meinung, Gold kauft man, wenn man es kann und nicht, wenn man es muss. Immer wenn es angestiegen ist, hier waren ja irgendwelche Krisen. Ne? Also hier waren wir ja irgendwie, es ist wahrscheinlich Ukraine, hier war irgendwie Regionalbankenkrise in den USA. Aktuelles. Er ist aber auch nicht so angesprungen. Klar, wir haben ein paar Krisen weltweit, aber es fällt mir jetzt nichts ein, was jetzt in den letzten Wochen war. Also finde ich ganz schlechten Kaufzeitpunkt. Ganz, ganz schlechter persönlich. Und ich würde da warten, bis es wieder keiner will und dann zuschlagen. Ich persönlich mache das dann auch gerne etwas ja, mittel- bis langfristig. Privat kann ich ja mit ein oder anderem Produkt auch handeln, das ja dann steuerfrei ist nach einem Jahr. Eurex Gold 2, Xetra Gold sind es, glaube ich, die ich dann halt noch privat auch nach einem Jahr steuerfrei veräußern kann, den Kursgewinn. In der GmbH könnte ich ja Goldlinien, Aktien und Co. nehmen, auch steuerfrei, aber ja, nicht zu diesem Kursniveau. Also das wollte ich halt einfach nur sagen, Gold kauft man halt meiner Meinung nach, wenn es halt wirklich ordentlich gefallen ist, weil Gold läuft auch mal gerne Jahre seitwärts oder fällt auch, ne? Also, und Chart, ne? Das kann auch wirklich mal 2011 bis 2021 echt mal seitwärts laufen. 10 Jahre, wenn ich da ganz, ganz schlecht kaufe. Deswegen passt da halt einfach ein bisschen auf. Gut, jetzt gucke ich mal, ich muss ganz kurz den Chat etwas sortieren. Gucken wir mal, ob es dann ein bisschen, ich gucke, ob ich ein bisschen sortieren kann. Ah, Barrick Gold. Also die haben wir vor kurzem der Mastermind analysiert. Gold ist, glaube ich, das Kürzel genau. Die ist, das stehen ganz schlecht, die Goldminen-Aktien. Also generell finde ich Goldminen-Aktien echt nicht cool. Also ich habe die, glaube ich, noch nie groß im Konto gehabt. Ich könnte natürlich sagen, dass wir jetzt eine Bodenbildung irgendwo haben. Aber die stehen ja echt schlecht und der Goldpreis steht relativ gesehen ja ganz gut. Also dann, ich kenne persönlich jetzt nicht genau die Gründe, warum das jetzt so schlecht dastehen. Aber das finde ich halt etwas, sagen wir mal, merkwürdig. Was passiert denn, wenn Gold jetzt noch mal 20% fällt, was absolut im Rahmen ist? Was passiert dann mit den Goldminenaktien? Und ich habe es auch mal, also so richtig gleich laufen sie natürlich nicht wie Gold. Das sieht man ja hier schon. Ja, bin ich persönlich ehrlicherweise kein Fan, aber klar, wenn du willst, dann muss man sie ja jetzt dann irgendwann holen, weil sie war ja mal irgendwo bei 60, jetzt bei 14. Na, aber ich persönlich
Kein Fan, da halte ich mich mit einer Meinung zurück. Gut, ganz viele Aktien habt ihr geschrieben, perfekt, dann machen wir doch eure Wünsche. Uber. Also, das sind, Tagesschart haben wir, immer extrem schwer zu organisieren. Ich bin erstens mal ein Uber-Fan, also in Deutschland ist ja etwas schwieriger, aber im Ausland funktioniert es echt mega. Das ist halt hier so wieder die Wachstumsstory. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich jetzt, haben sie mal Geld verdient oder nicht, keine Ahnung, aber das ist so ein Wert. Also, das ist komplett das Gegenteil wie Colgate, komplett. Klar kann ich jetzt sagen, bei 20 Dollar hätte man ja zuschlagen müssen, beim Corona-Tief oder sowas, hätte. Vielleicht kommt es auch da wieder zurück, aber das ist so ein Wert, den würde ich persönlich kaufen und halten. Und da würde ich auch nichts mit irgendwelchen Bodenbildungen und Co. machen, weil entweder schaffen sie es halt auf Dauer oder nicht. Ist die Frage, muss man das zu dem Kursniveau machen? Vermutlich nicht. Könnte ich eventuell auch mit Cash Secured Puts arbeiten. Das ist jetzt auch ein Scheiß, Entschuldigung, ein schlechter Zeitpunkt, aber ja, ich glaube, ich persönlich würde da ein bisschen warten, und wer ein Fan von der Story ist, kaufen, halten. Gilt für alle. Etsy, habe ich auch schon lange nicht mehr angeschaut. Das ist so ein, wie nennen wir denn das? So ein Online-Shop für, also, ach, wie nenne ich das? Wie nennt man das? So ein Online-Shop für andere Produkte, sagen wir mal, nicht so ein China-Mist, sondern halt ja so Handarbeit und Vintage-Style und sowas machen die. Deko-Artikel und Co. Aber es gibt es halt nicht. Ein bisschen anders als Amazon. Klickt einfach mal drauf. Bestellt habe ich da, glaube ich, noch nie was. Ja, gar nicht mal so schlecht. Auch schon lange nicht mehr angeschaut. Scheint den Boden gefunden zu haben. Ist ja auch wieder hier diese Wachstumsstory, die ja dann flöten ging. Ist halt auch das Gefährliche, ne? Wenn ihr da irgendwo eingepreist wird, KGV, das ist nämlich auch ein zweiter Wert, den du dir gewünscht hast, KGV 100, 50 und so weiter. Und es geht davon aus, okay, der Markt steigt jedes, also die machen Wachstumsquoten immer von 20, 30% pro Jahr. Oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann ist es halt nur 10%. Dann krachen diese Werte auf einmal ein, weil dann ist das KGV und sowas einfach viel zu hoch vom Markt bewertet. Ja, und wenn das halt bestätigt wird, dann hat man halt die Microsoft-Aktie im Depot. Aber why not? Ich würde es mir jetzt persönlich auch nicht kaufen, aber vom Bodenbildung gibt es absolut schlimmere Zeitpunkte. Also der Tannenbaum-Chart, das war nicht ganz so ein schöner, so ein zweifacher, aber wurde ja relativ beendet. Scheint zumindest beendet worden zu sein. Corona-Tief haben wir noch nicht erreicht. Aber ja, könnte man meinen, dass hier die Bodenbildung auf jeden Fall erreicht wurde. Kann man natürlich noch ein bisschen abwarten, bis vielleicht so Richtung 60 Dollar nochmal geht. So, haben ein paar Mal im Chat NVDA. So. Ich sage ja hier einfach meine offizielle Meinung. Ich habe sie schon mal eingezeichnet. Also, ich weiß, viele werden jetzt nicht zustimmen und ich kriege schon wieder Hate-Kommentare und Co. Ja, sie haben mega Gewinnwachstum. Ja, es ist ein richtig geiles Unternehmen. Die Frage ist aber nur, zu diesem Kurs auch noch, und das hätte ich auch, aber ganz ehrlich, das hätte ich schon letztes Jahr im Sommer gesagt. Natürlich hätte ich das letztes Jahr im Sommer gesagt. Ich weiß aber aus verschiedenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die auch nicht alle gut waren. Wenn ein Kurs so aussieht, dann geht es genau in diesem Tempo auch wieder runter. Und es ist immer noch ein geiles Unternehmen. Wir müssen ja nicht den Pfeil hier runter machen. Reicht ja auch hier. Dann ist es vielleicht bei 300 Dollar immer noch gut bewertet und der Markt geht immer noch von Mega-Wachstumsraten aus, aber vielleicht nicht zu diesen, wo aktuell bewertet sind. Ich persönlich würde niemals zu diesem Kursniveau kaufen. Und lacht mich aus, wenn das Ding bei 2000 Dollar steht, da würde ich es noch weniger kaufen. Ich habe die Story nicht mitgenommen. Punkt. Wir waren hier in einem Trade drin. Kleine Positionsgröße. Das war aber nicht, weil ich die Aktie analysiert habe. Das ist rein technischer Trade gewesen. Haben wir hier irgendwo rausgeflogen. War ein schöner Trade. Aber ich habe diese Story verpasst. Punkt. Soll ich mich jetzt aufregen? Nein, ich habe viele Stories verpasst. Aber ich werde das hier nicht kaufen. Was ich aber natürlich auch nicht machen werde, ist dieses Ding shorten. Ich sag nur GameStop.
Wenn ihr das shortet, macht es irgendwie mit dem Long Put, wo ihr begrenzt Geld verlieren könnt. Niemals die Aktien short oder einen Short Call dagegen hauen. Das kann dann wirklich echt teuer werden. Guckt euch GameStop an. Aber GameStop hat auch, ich weiß, ist natürlich nicht vergleichbar, aber die sind auch wieder runtergekommen. Also ich persönlich bin da raus und mich würde es absolut nicht wundern, wenn das Ding mal minus 50% macht, weil dann ist es immer noch ein gutes Unternehmen. Meine persönliche Meinung. Dazu können wir vielleicht noch einen anderen Wert nehmen. Tesla, ne, da haben wir auch schon alle drüber gesprochen hier und da hättet ihr mich hier alle ausgelacht und dann ist das halt auch passiert. Ne, es sind nicht ganz nach unten gekommen, ist richtig, aber auch ein Tesla, wo jeder am Start war, ist es halt auch mal schnell kurz mal 70% nach unten gegangen. Das kann einfach mal passieren. Ist Tesla, also sorry an alle Tesla-Fanboys, ich finde die Autos nicht gut, aber zumindest von der Verarbeitung, aber ist Tesla immer noch ein gutes Unternehmen? Eventuell, ja, es ist ja auch, ich weiß, kenne die Stories, kein Autohersteller, ein Softwarehersteller und so weiter. Aber ja, sowas kann halt einfach mal passieren. Was würde ich jetzt mit Tesla machen? Ich handle das Ding eh nicht, oder also ich kaufe es eh nicht, hab's verpasst. Klar kann ich jetzt hier sagen, hier sind irgendwelche Bodenbildungen, vielleicht auch mal das Tief hier bei $100 anvisieren, dann würde ich es mir vielleicht auch mal überlegen, aber ja, ist nach unten gekommen. Ich finde es aber ehrlicherweise auch nicht so geil, dass ich es unbedingt kaufen muss. Aber klar, wer ein Fan ist, der kann jetzt hier auf jeden Fall einsteigen. Klar ist besser als bei $300. Gut, dabei habt ihr hier nur Wachstums- oder ehemalige Wachstumsunternehmen. Shopify, das, ne, also da hatten wir auch den Tannenbaum und die sind jetzt wieder angestiegen. Sind ja ein paar andere Werte auch angestiegen, die auch ein bisschen den Turnaround geschafft haben. Ein bisschen weniger teilweise. Aber ja, würde ich jetzt persönlich natürlich auch nicht kaufen. Geile App oder, sag mal App dazu, Anwendung. Aber ja, da tue ich mich halt auch schwierig natürlich oder schwer jetzt hier zu diesem Kurs. Bei $30 wäre es natürlich mega gewesen. Und ich denke, dass der ein oder andere Wert vielleicht, ne, das hier war übertrieben. Und vielleicht ist halt irgendwo der faire Wert aktuell. Hier haben wir den vielleicht erreicht. Ich weiß es nicht. Aber jetzt in diesem Aufwärtstrend würde ich nicht auch schwer tun. Oder er sagt, ich glaube an das Ding, ich komme ja immer noch 50% tiefer rein als da oben, kaufen, wegpacken, in 10 Jahren draufschauen. Shop, guck mal kurz weiter. Block können wir gleich noch. Wir sind jetzt Block, genau. Früher ist es immer Square, ne? Die hat auch so eine kleine Aufwärtsbewegung gemacht. Nicht so schön wie Shopify. Aber da denke ich, wer langfristig dran glaubt, die haben auch ein Depot, da Tannenbaum-Chart wurde beendet, kaufen und halten. Was mich aber ehrlicherweise nicht ganz so an der Story gefällt, ist, dass da ein bisschen was gemauschelt wurde mit Manipulationen von Benutzerdaten. Ich glaube, irgendwas gekauft haben die, dass es halt schöner klingt. Das gefällt mir halt nie so schön. Aber ja, ich denke, dass viele Wachstumsstory jetzt wieder runter sind. Okay. Weiter im Text. BMY. Ja, da hat jemand bei meinen Webinaren aufgepasst. Finde ich ganz schön. Also genau sowas suche ich, wenn man von einem Unternehmen überzeugt ist. Dividendenrendite ist wahrscheinlich auch nicht so niedrig aktuell. Finde ich eigentlich ganz gut. Also hier eine schöne Bodenbildung bei den $48. Vielleicht ein Cash kaputt arbeiten. Wer davon überzeugt ist, gibt auf jeden Fall schlechtere Zeitpunkte. ARM. Jetzt sehen wir noch den Unternehmensnamen. Kenne ich ehrlicherweise gar nicht. Ich hoffe, ich habe das richtige Kürzel ausgesucht.
ARM. Ich hoffe, du meinst die. Was Spanisches kenne ich hier nicht. Also ansonsten, also da weiß ich ehrlicherweise nicht, was ich dazu sagen soll. Die hatten ja erst einen Börsengang, der anscheinend ganz gut gefruchtet ist. Kann ich ehrlicherweise nichts dazu sagen. Machen würde ich hier aber auch nichts. FL ist, glaube ich, Footlocker. Genau, also Schuh. Kein Fan davon, kann ich auch gleich sagen. Ja, natürlich runtergekommen. Es ist ein das hier, ey. Also Earnings macht bei dem Unternehmen anscheinend richtig Spaß. Da sieht man richtig, wie das immer sich bewegt, meistens schlecht. Bin ich kein Fan davon. Ich bin auch allgemein kein Fan von, ich will es nicht als Mode sagen, aber mache ja keine Mode sozusagen, ich verkaufe mir auch Fremdmarken. Aber bin ich ehrlicherweise kein Fan davon, was ich auch nicht seit 2015 hatten wir das Allzeit hoch. Das ist ja auch, die haben anscheinend wirklich ein fundamentales Problem. Niedrigzinsumfeld, Hochzinsumfeld ist ja vollkommen egal, die fallen ja die ganze Ja, kein Fan, aber klar, irgendwo bei 15 Dollar könnte man da zuschlagen, wer dann die möchte. So, dann kann man passend dazu die Nike-Aktie. Die würde ich noch ein bisschen ausklammern. Bei den, ich weiß, ist es Modehersteller? Ja, Sport. Ja, okay, nennen wir es mal Modehersteller, aber die machen halt so viel und Co. Da vielleicht hier die habe ich mir auch auf meiner Watchlist. 90 Dollar wäre cool und noch ein bisschen fallen, aber generell natürlich ein schönes Unternehmen. Ganz klar, wer langfristig dabei ist, hat da auch Spaß gehabt, würde ich auch langfristig weiter behalten. Also, ja. Okay, ich gucke mal gerade ganz kurz, was spielen noch in der Rohstoffe da? UPS. Also, da muss man ja natürlich ähnlich FedEx immer aufpassen. Die sind ja auch, sagt man ja, ein Vorläufer der Wirtschaftsstimmung. Kann man das machen? Ja, kann man natürlich. Könnt ihr noch weiter fallen? Ja, wir haben ja die Rezession noch nicht erreicht. Dann werden die halt auch gut abschmieren, vermutlich. Generell ist natürlich, na, das wissen wir alle, dass der Postbote immer mehr Pakete hat, dass es immer mehr ja, verschickt wird und Co. ist natürlich der Fall. Ja, aber richtig cool wäre natürlich hier diese Marke von da unten, ehrlicherweise, ein Corona-Tief. Was man auch machen kann, es gibt einen ETF, YT, Transport-ETF. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache, die ich da machen kann. Das sind halt die Transportunternehmen drin. Ehrlicherweise, wo der jetzt gerade ganz gut steht, der UPS ist schlecht, müsste man genau schauen, was da halt noch drin steckt. Ja, der hat aber natürlich hier ziemlich viele, ja, Hindernisse zu gehen. So, jetzt gucken wir mal weiter in den Text. Wurde schon gefragt, ja, die Optionsfrage mache ich noch. Ich will kurz die ganzen Aktien durchgehen. Disney. Also wenn ihr noch weitere Options, also fachliche Fragen habt, gerne reinschreiben. WBA, ach, jetzt habe ich Disney erst gemacht, egal, Disney. Ja, das ist ein Unternehmen, da bin ich unter 100 Dollar, 95 Dollar oder sowas auch investiert, aber schon länger. Die halte ich auch, das ist auch eine mögliche Turnaround-Story, ich habe vorher schon mal gesagt, von mir, wo ich dran, eher dran glaube. Ob man es jetzt noch kaufen muss, eher nicht, aber die halte ich auf jeden Fall langfristig. Ich gucke mal, WBA war es noch. Das ist auch ein Trauerspiel. Wobei, auch schön, das ist Finanzkrisentief, das ist echt krass. Ja, das ist ja Walgreens und CVS, das sind ja so. Es ist eine Mischung aus Apotheke und DM aus in den USA.
Habe ich ehrlicherweise fundamental noch gar nicht genau angeschaut, warum die so am Fallen sind. Das ist ja auch kein gutes Zeichen, dass man ja auch 2015 das Allzeithoch hatte. Rein technisch von einem möglichen Turnaround-Kandidat, aber ich habe es überhaupt nicht genau angeschaut, deswegen möchte ich mir da auch keine genauere Meinung zu bilden. Aber sieht natürlich echt dust aus. So, ich stelle mal die anderen Aktien kurz, die eine kenne ich nicht aus der Schweiz, sorry, zurück. Und jetzt gehen wir mal noch zu den Optionsfragen. Mich würde die aktuelle Eignung von mich würde die, ach, Google Cash Secure Puts, können wir uns anschauen. Google. Also. Sorry, jetzt bin ich halt, ich werde jetzt keine Option raussuchen, weil da, also, da sträubt sich alles gegen mich, dass ich jetzt hier einen Cash Secure Put mache. Das ist für mich in Sinnbild kein Cash Secure Put zu machen. Leute, warum habt ihr den hier unten nicht irgendwo gemacht, ne? Und ich sage, meint jetzt nicht hier unten, warum habt ihr den nicht hier irgendwo gemacht? Also muss er nie das Tief treffen. Also würde ich niemals einen Cash Secure Put machen, zumal man ja auch hier dann schnell mal 14.000 Dollar angedient bekommt. Da würde ich keinen Put raussuchen, weil das strebt sich einfach komplett hier jetzt einen Cash Secure Put zu machen. Sorry. So, jetzt auch noch mal von jemand anders eine Google-Frage. Da gibt es ja noch einen ohne L, das sind ja die anderen Aktien. Ich lese ganz kurz durch. Ah, nee, von einem Long-Call, das ist eine andere Geschichte. Moment, da sind wir dabei. Ich rufe es kurz mal auf. Ich glaube, da ist jetzt hier die C-Class genommen. Genau. Google Laufzeit Januar 2000. Ich lese es euch einfach mal vor. Januar 2025, also sehr langlaufende Option. Strike bei 90, 120. Okay, Long Call. Also ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlicherweise. Zwischen 1920 und Long Call, ich will es mal kurz allgemein formulieren. Also an sich ist es ja gar nicht so, Entschuldigung, ich komme aus Schwaben, das ist ein Lob, an sich ist es gar nicht so schlecht. Man kann natürlich jetzt auch sagen, ich mache einen Long Call auf die Aktie, weil ich glaube, dass Google ausbricht. Das würde ich viel mehr unterschreiben als ein Cash Secure Put. Kluger Gedanke natürlich auch mit einer relativ langen Restlaufzeit. Ist halt klug, weil man hat ja kaum Zeitwertverfall. Muss natürlich aufpassen, diese Call-Optionen kosten hier natürlich richtig Geld, ne? Ich kann natürlich auch welche im Geld machen, die kosten dann noch mehr. Thema 20.000 Euro für Private, kostet ja hier schnell mal 4.000 Dollar. Wäre ja fast eigentlich nicht sinnvoll, ehrlicherweise. Steuerlich, ja, eigentlich auch nicht sinnvoll, aber ich könnte ja natürlich Call-Optionen kaufen. Aber jetzt können wir mal kurz ein paar Möglichkeiten gerne besprechen, auf Google. Also, nehmen wir auch mal vor Spaß die 300 Tage Restlaufzeit. Wir stehen aktuell bei 150, erkenne ich ja auch hier durch den farblichen Unterschied. Und dann machen wir halt einfach mal Möglichkeit 1 ist, ich würde persönlich niemals Add to Money einen Long Call machen. Das war auch eine Frage dazu. Add to Money sind die dümmsten Optionen, die ihr kaufen könnt. Also die sind einfach extrem teuer. So, aufgrund von auch der höchste Theta, höchste Vega und Co. Deswegen würde ich schon weiter halt aus dem Geld gehen. Ich persönlich würde jetzt auch niemals Folgendes machen. Ich würde jetzt halt niemals hier einen Long Call einfach so machen, sondern ich würde immer das als Spread machen. Und ich persönlich würde Folgendes machen bei der Google-Aktie. Bisschen mit Vorsicht zu genießen. Bei ETFs und Kurs ist es ein bisschen besser, aber ich möchte mal die Trade-Idee vorstellen. Wir haben jetzt hier, dass wir einfach rechnen können, für 800 Dollar gekauft, ein 175er. Und ich mache es jetzt ein bisschen ungenau, dass es halt halbwegs passt, könnte ich jetzt hier einen sogenannten Bull-Call-Spread machen. Sprich, wenn der Kurs über 195 läuft, kurz einzeichnen.
Also entstehen hier 175er Long Call, 195er Short Call. Und wenn der natürlich jetzt hier drüber rausgeht, habe ich quasi diesen inneren Wert als Gewinn. Ab hier verdiene ich aber nichts mehr. Als hätte ich natürlich nur den Long Call gehabt. Vorteil ist natürlich, statt $800 Prämienausgabe kostet mich aufgrund der Prämieneinnahme hier unten halt nur $400. So, und ich bin jetzt halt ein Optionshändler und auch Schwafel, deswegen mache ich hier zwei. Und dann kostet mich die ganze Sache gar nichts mehr. Also, ich habe hier oben dann zwei Short Calls genommen. Ist bei einer Einzelaktie, aber ehrlicherweise mit Vorsicht zu genießen. Mache ich lieber auf VIX oder auf ETFs oder so. Habe ich jetzt hier zweimal Short Calls, also zweimal $400 und hier unten habe ich einmal $800 Ausgabe, ist ein Nullsummenspiel. Was kann jetzt passieren? Es passiert nichts, habe nichts verdient und nichts verloren, gefallen. Alle Optionen verfallen wertlos. Es geht hier rein. Best Case ist natürlich 194,99, weil Long Call ist komplett im Geld, zwei Short Calls verfallen oben wertlos. Problematisch wird es aber wiederum hier oben, weil ich ja dann auf einmal zwei Short Calls habe und nur mit einem Long Call gedeckt. Also ab irgendwo 200% ein bisschen kritisch. Ist eigentlich relativ kein Problem, wenn die sich hier langsam annähert. Das habe ich ja gesagt, ist mit Vorsicht zu genießen, weil Aktien könnten halt theoretisch und auch praktisch irgendwann mal über Nacht hier oben stehen. Deswegen gefällt mir da die Trade-Idee auch nicht ganz so, die Ratio-Spreads. Das ist natürlich ein absolut mögliches Szenario. Deswegen kann ich ja noch Folgendes machen. Ich mache ja irgendwo drüber nochmal einen Long Call. Was man aber dann auf jeden Fall machen würde, wenn das Ding hier halt nicht so gut funktioniert, läuft seitwärts, wenn man 300 Tage Restlaufzeit, beide Optionen stehen ja minus 80% dann, denke ich mir gerade aus. Aber beide sind auf jeden Fall im Minus. Ja, was würde ich dann machen? Dann würde ich natürlich meine Short Calls hier oben, so ist ein bisschen wild die Zeichnung, sorry. Die würde ich zurückkaufen. Die haben ja dann, ja, $360 oder sowas verdient. 360, $320 haben die verdient. So, die würde ich ja mitnehmen, weil die können ja nur noch $80 verdienen. Den Long Call behalte ich natürlich. Der ist natürlich auch klinisch tot. Aber wenn dann das passiert, wacht der wieder auf und ich habe ja noch den Long Call, der mir fast finanziert wurde durch die Short Calls. Also solche Ideen kann man dann halt auch ganz gut machen. Risiko an der Sache ist vor allem ein Gap überhalb den Short Strikes. Das ist halt auch, ja, schon möglich, ne? Ich weiß es nicht, Google fusioniert mit Apple oder sowas. Dann ist sowas halt absolut gesehen auch möglich. Dann gucke ich mal kurz weiter. Eine Frage zu NG. Ich vermute, es ist damit. Sekunde, ich muss kurz lesen. Nee, kann damit eigentlich nicht gemeint sein. Das macht mit den Strike-Preisen keinen Sinn. Aber mit denen hier auch nicht. Sorry, bitte dazu schreiben, weil ich kann auch gerne kurz was zu Erdgas sagen. Also. Wer noch nie Rohstoffoptionen gehandelt hat, und damit meine ich jetzt nicht Gold oder sowas, der muss bei solchen Geschichten aufpassen. Da kenne ich auch ganz viele, die sich da schon gewaltig die Finger verbrennt haben. Passt bitte auf, gerade bei so Geschichten mit Erdgas, da müsst ihr euch wirklich mit beschäftigen. Was schauen wir denn jetzt hier gerade für einen Preis an? Als Beispiel meine ich NG. Suchen wir uns mal den August 24 raus. Future. Der steht gerade bei 2,3. NG für Januar 2025 steht bei 3,6. 2,3 zu 3,6. Rechnet immer euch den prozentualen Unterschied aus. Das eine ist ein Winterkontrakt, das andere ist ein Sommerkontrakt. Der Winterkontrakt steht viel, viel, viel besser wie der Sommerkontrakt. Deshalb, also im Januar ist Erdgas teuer. Wow, was für eine Aussage von mir. Das ist natürlich keine Überraschung, aber da müsst ihr einfach höllisch aufpassen. Höllisch aufpassen, wenn ihr euch da nicht genau auskennt und genau wisst, welchen Terminprodukt ihr wirklich handelt. Generell kann ich das natürlich machen auf NG, ne? Also, wenn ich jetzt meine, okay, das war's jetzt, zoomen wir uns aber mal genau in MyFuture raus.
sage ich, okay, ich mache jetzt hier einen Short-Put. Das ist natürlich möglich. Wie weit können wir noch fallen? Sehr weit. Passt auch auf, NG. Weiß nicht, ob es einer weiß noch. 2018, 2019 war es irgendwann mal. Gab es eine schöne Geschichte, wie da viele pleite gegangen sind. Also bitte auch hier nur mit Bullput-Spreads agieren. Und das ist das komplett fallende Messer. Ganz, ganz klar. Ich würde es persönlich noch nicht machen. Das sage ich auch. Also gerade auch nach oben, Erdgas, alles möglich. Okay. Dann waren das so zwei Fragen zu der optimalen Strike-Auswahl von Kimberley und Clark. Also einfach auf. So, das ist natürlich, müssen wir jetzt wieder überlegen, was handeln wir denn hier jetzt? Das ist die Kimberley Clark Aktie. Logischerweise wird jetzt hier nicht Tausende von Prämien uns entgegenfliegen. Also, schauen wir uns mal an. Jetzt sage ich hier, ja, gigantisch, 66 Tage ist ja so ein klassischer Restlaufzeit. So, und jetzt habe ich jetzt hier einen 115er Put. Der bringt $200. Das ist natürlich nicht viel. Aber wir reden halt verdammt nochmal über die Kimberly Clark Aktie. Die schwankt, die ist um Allzeithoch 20% gefallen. Das ist fast einmalig. Ich glaube, in der Finanzkrise ist 40% gefallen. Das ist halt keine Tesla-Aktie. Ganz, ganz klar. So, und generell muss ich mal kurz noch ein bisschen ausholen. Es gibt da draußen die Meinung, ja, Delta 5, Delta 10, Delta 15 oder sowas ist der optimale Strike-Auswahl. Das ist, Entschuldigung, kompletter Bullshit. Die beste Strike-Auswahl nach dem Delta ist oftmals am Geld oder nahe am Geld. Also da haben wir ganz viele Untersuchungen gemacht, oftmals sogar Delta 30, 35, 40. Es ist viel, viel, viel klüger. Und er sagt dir, er kommt dich gar nicht so weit weg. Ja, natürlich kommst du nicht so weit weg, kriegst aber viel, viel mehr Prämie und glaubt mir, eine Delta 5 Option oder eine Delta 30 Option, dass die beide minus 100% sind. Klar, beim Delta 5 passiert es weniger, aber viel, viel seltener als ihr denkt. Sonst sind beide im Normalfall im Minus. Also generell traut euch, ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber nah ans Geld zu gehen. Da gibt es einfach viel, viel schönere Prämien. Das Vega ist at the money am höchsten, kann natürlich gut und schlecht sein. Das Theta, hab's ja hier drin, ist at the money auch am höchsten. Das ist immer negativ, sofern man keine Zeitmaschine erfindet. Ja, deswegen traut euch generell at the money zu gehen. Auch gerade, wenn ihr halt unbedingt was haben wollt. Und hier bleibt euch nichts anderes übrig, als at the money zu gehen. Es ist auch noch das Blöde, dass halt bei 118 zwischen zwei Strike-Preis steht. Aber ihr müsst at the money gehen. Punkt. Delta 30, hier gibt's halt kein Delta 50. Ja, und damit habe ich auch persönlich absolut keinen Stress. Wichtig ist, ich muss natürlich das Geld ja auch auf dem Konto haben. Gut, gucke ich mal kurz weiter, nur noch 5 Minuten. Genau, da war noch eine Frage, Leap-Kandidat. Also ich könnte natürlich hier auch noch eine ganz lange Restlaufzeit machen. Also, ist lieber treiben mit 700 Tagen, machen wir Januar, fast ein Jahr. Da kriege ich natürlich $600. Jetzt müsst ihr euch Folgendes merken. Also kann ich verkaufen und kann ich mir erwarten, habe ich $600 vermutlich verdient. Da kommen wir zu dem nächsten Schwachsinn, was halt oftmals erzählt wird, ist, dass Optionen bei 70, 80% Wertverlust zurückgekauft werden sollen. Das stimmt, wenn ich nur bestimmte Restlaufzeiten angucke. Also bei nur Target Trades würde ich die niemals zurückkaufen im Gewinn. Und generell gibt es ein paar Faustformeln. Also eigentlich macht oftmals eine Option zurückkaufen keinen Sinn. Wenn ihr sie aber zurückkauft, oder es macht eher Sinn, wenn ihr dann natürlich danach direkt eine neue macht. Und jetzt als Beispiel. Wenn ihr jetzt den jetzt mit 300 Tage Restlaufzeit verkauft, würde ich den Gewinn persönlich bereits vielleicht nach 20, 30% mitnehmen und direkt eine neue machen. Dann macht ihr das vielleicht 10, 15 Mal und habt halt immer 30% mitgenommen, habt ihr 300% Prämie verdient, statt einmal 100%. Und es ist wirklich ein extremer Unterschied, ob ihr eine 300-Tage-Option macht
Oder ob er sagt, ich mache auch eine mit 300 Tage, kaufe die nach 20, 30% Gewinn zurück. Das wird halt nach eventuell 20 Tagen der Fall sein. Macht es nochmal, macht es nochmal, macht es nochmal. Ich hoffe, die Idee ist klar soweit. Okay, dann gucke ich mal noch weiter. Handelst du Bitcoin Futures? Nö. Absolut nicht. Da bin ich reiner Buy-and-Hold-Investor, ganz klassisch Cold Wallet. So, dann noch eine Frage. Bei BMW Option Chain, Datum steht bei E dabei. Was bedeutet das? Muss ich selber mal ganz kurz schauen. Also BMW. Und jetzt steht hier, habe ich auch noch nie gehandelt, ehrlicherweise. Jetzt steht hier BM. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz durchgehen. Alles natürlich zu. Also, das sind hier die klassischen. So, also, was sind jetzt klassischen? So, wenn es einer weiß, gerne in den Chat, aber ich finde es ja kurz selber raus. Jetzt gibt es hier BWQ, BWE. Also, das müssen wir mal ganz kurz durchgehen. Also, BMW sind quasi, möchte ich schon mal sagen, die richtigen Optionen. Gibt es auch Weekly. So, Restlaufzeit ist schon mal gleich. Finde die Sache gleich. Sekunde, ich muss selber kurz auf die Suche gehen. Okay, einmal haben wir schon mal einen Unterschied gefunden. Und die Qs sind. Okay, da müsste ich jetzt selber noch mal kurz nachschauen, aber einen Unterschied weiß ich auf jeden Fall. Das kann man kurz nachschauen. Also, die ganz klassischen Optionen, Rechtsklick, also öffnet sich ein anderes Fenster, Finanzinstrumentinfo. Und es gibt halt immer ein paar Dinge, die einfach relativ klar sind. Also, ich habe es mir schon gedacht, an was es liegt, deswegen habe ich da auch hingeguckt. Und zwar sehe ich jetzt hier Ausübungsstil amerikanisch, also bei dem BMW. Was heißt das jetzt? Ich kann auch während der Restlaufzeit ausüben, also als Long-Optionshändler. Könnt ihr euch ganz einfach merken, wer ist flexibler, Amerikaner oder Europäer? Eher die Amerikaner, deswegen kann ich da halt auch während der Restlaufzeit ausüben. Hat aber überhaupt nichts mit dem Börsenplatz von der geografischen Lage zu tun. Und BMW E ist europäisch. Finanzinstrumentinfo. Und da steht dann hier Ausübung Stil europäisch. Genau. Und die kann ich halt nur beim Verfall ausüben. Welche nimmt man? Ehrlicherweise immer die, die liquider sind. Und das sind vermutlich die hier. Woran erkenne ich das? Ein Blick, offenes, wie heißt das? Offenes Interesse an Optionen, Open Interest. Gucke ich mal kurz hier, sind ja mit 3 Tagen 1000, 2000, ja, 110. Also relativ klar, nimmt eigentlich immer die ohne irgendwelche Kürzel, gerade wenn er halt irgendwelche cashige Puts und Covered Calls handelt. Genau, auf was das Q steht, müsste ich selber noch mal kurz nachschauen. Vielleicht was anderen Chat. Ausübungsstil, können wir es vielleicht kurz nachschauen. Es könnte, wenn dann nur noch was so, da. Amerikanisch müsste ich selber kurz nachschauen, dauert jetzt zu lang, was die Q sind. Ja, finde selber nicht, sorry, aber die haben auch kein Open Interest. Das gibt es bei Rohstoffen ganz oft, ganz verschiedene Trading-Klassen, ne? Manche beziehen sich auf den Dezember-Kontrakt, manche auf Januar. Also das gibt es ganz wild. Immer ganz, ganz wichtig, dass man hier das Richtige ausgewählt hat und dass er da halt auch nichts Komisches dann auswählt. Gut, ich glaube, soweit bin ich dann durch mit den Fragen. Punkt 18 Uhr. Ja.
haben wir jetzt relativ viel die Märkte besprochen, gar nicht so arg die Optionskette aufgemacht. Ein paar Dinge habe ich aber dennoch gesagt. Also diese wilde Zeichnung hier, ne, das ist mir nochmal wichtig, dass ihr das nochmal verinnerlicht. Guckt immer Finanzinstrumentinfo, da steht eigentlich alles drin. Schaut euch das an, passt das so? Okay, passt. Dann kann ich das handeln. Ah nee, die wird ja ganz komisch ausgeübt. Und im Zweifel, ne, selbst wenn man einen Fehler macht, es ist das Risiko und Money Management, was am Ende ja trotzdem noch entscheidend ist. Aber also muss aber vielleicht mal wissen, eine Long-Option kann auch automatisch ausgeübt werden, ohne dass den Knopf drückt. Ne? Das passiert, wenn die im Geld sind. Also da müsst ihr halt einfach wirklich immer wissen, was ihr da handelt, im Zweifel Paper und Risiko und Money Management beachten. Genau, dann gucken wir mal, was der S&P 500 noch so macht. Anscheinend steigt er schon wieder, ob es das jetzt schon wieder war. Ansonsten sehen wir uns am 6.3., glaube ich, wieder zum nächsten Webinar. Ich musste das ja leider letzte Woche verschieben, oder vorletzte war es, glaube ich. Ich hatte echt eine Lungenentzündung, deswegen musste ich es verschieben. Nächstes Termin findet aber auch schon statt oder steht statt. Und da habt ihr euch ja schon angemeldet. Ah, danke für die abschließende Antwort. BWQ wird an der Euronext gehandelt, BMW an der Eurex. Also es ist eine andere Börse. Habe ich ehrlicherweise überhaupt nicht gewusst. Danke, Konstantin. Also es liegt an einer anderen Börse, aber ja, liquider wird es dadurch auch nicht. Also nimm die BMW auch einfach. Gut, in diesem Sinne, passt auf euer Geld auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.